So, herzlich willkommen zurück zu das FIFA 15 Ultimative Team. So, hier eine Überraschung. Seht ihr das? Unser neues Team. Ich hatte mir FIFA Points gekauft. Und jetzt sieht unser Team so aus. Inklusive Kevin Trapp, Podolski. Den haben wir neu. Die ganze Verteidigung haben wir neu. Ich konnte die Folgen euch leider nicht lassen. Ich hatte die ganze 8. und 9. Liga gespielt, aber ich hatte einfach fast jedes Spiel bis auf 1 verloren. Und ich musste es dann leider... Leider Gottes musste ich dann abbrechen, weil ich mich einfach viel zu sehr aufgeregt habe und ich konnte sie dann nicht hochladen. Tut mir leid, aber jetzt... Versuchen wir hier was zu reißen. Wieder in Liga 10 angekommen. Machst du leider nichts. Erstmal durchatmen. Und dann durchstarten. So ist mein Motto. Und bitte kein Gegner. Oh Gott, der OP ist. Wow, 83. Impressive. Das meine ich. Kein Gegner der OP ist, nein, der ist gar nicht OP. Scheiße. Ich habe dagegen keine Chance, weil sowas findet sich in der 10. Liga. Es ist das erste Spiel dieser Saison und Sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen wollen. Es geht los bei 0. Oh Gott, wie schnell die sind. Mehmet ist ja noch schlimmer als das Team, was ich vorhin hatte, wo ich 3-0 verloren habe oder so. Ja, der eine von denen hat sich erstmal auf die Fresse gelegt, finde ich gut. Sturridge. Irgendwie läuft das Spiel gerade viel zu schnell hier. Pässe und so. Zweikampf um den Ballbesitz. Ja! Remy! Nice! Remy! 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 Versteht er gut und deswegen hat er null Probleme. Schade. Ja, aber das war auch nicht schade, schade. Schwierige Aufgabe. Schöner Angriff. Leider ist nichts draus geworden. Leider steht der Meter gerade viel zu. Na! Oh, der macht einen Trick, aber wir haben Trapp im Tor. Das ist erleichternd. Boah, Alter. Da wird mir schlecht, wenn ich den Kopfball sehe. Ich hab gedacht, der wäre drin. Ich hab's halt echt so ausgesehen. Jetzt mal ohne Spaß. Foul! Schürrle. Er kann mir wohl doch erzählen. Er kann es mir wohl doch erzählen. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Weg. Und sie sind unfantastisch. Stark, sondern auch die Einzelspieler. Alter, die sind viel zu schnell. Die sind richtig, die sind übel schnell. Viel zu schnell für unsere Abwehr. De Bruyne. Schürrle. Das Ganze, alle bis auf ihre Abwehr sind so schnell wie Remy gefühlt. Das sieht doch oder fast so schnell. Aus. Die haben gefühlt alle Tempo 85 und wahrscheinlich haben die sogar. De Bruyne. Bei der Teambewertung. Ich kenne Leute aus der ersten Liga, die haben nicht so eine Teambewertung. Schade. Hallo, nur knapp neben den Pfosten. Hallo. Hi there. You are a
okay today or no okay, Alter. Das ist schon wieder sowas, was mich demütigt, dass ich die da nicht kriege. Das ist demütigend. Komm ab, 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 ab. Unsere Abwehr hält sich zum Glück ganz gut. Noch. Coutinho. Ja, da war De Bruyne zu langsam. De Bruyne ist jemand, den ich in letzter Zeit sehr wenig sehe. Vergiss es. Vergiss es einfach nur. Vergiss es. Choupo-Moting. Sieht gut aus! Ha, konnte er zurückpassen. Schade. Matic. Sah erst relativ gut aus. Aber ist dann nichts geworden daraus. Aus meinem Auge. So sieht das der Trainer gern. Coutinho. Nein! 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 Der Feier steht er frei! Junge, mach doch was! Junge! Schürrle. Junge! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Können Sie die Flanke verwerten? Ah, nein, können wir nicht. Alter, schon wieder so richtig Snitches. Abwehrangriff. Sein Tor unterregt mich ein bisschen auf. Der ist etwas zu gut für mich. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Ja. 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 Nein. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Nein. Sturridge. Ich sag nicht Schürrle. Ich hab kein Wolfsburg-Wappen gesehen in deren Team. Ich dachte, Schürrle würde bei Wolfsburg spielen. Wenn nicht, wär's mir neu. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Ich hab doch selber bei Schürrle gesehen im Angriff. Kannst du mir noch nicht erzählen? Dafür ist der 83 hat liegen wie bei normalen Gegnern, die 80 haben oder 81, jetzt schon 2 Runden, aber dafür, dass der 80 hat, ist es noch ganz schön gut gelaufen mit unserer Abwehr. Eine unpräzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Abseits. Nein! Wenn es kein Abseits gewesen wäre, es wäre so himmlisch gewesen. Schürrle. Nein. Nein. Jetzt kein Tor mehr kassieren. Höchstens das Tor machen, aber keins mehr kassieren. Nein, wir sind nicht alle aus dem Häuschen. 11 Meter. Ich weiß nicht warum, aber ich mag's nicht. Pfeif doch einfach ab, Junge. Pfeif doch einfach ab! Hä, war das gehalten? Oh nein! Keine Ecke! Aber wenn die Ecke so spielen, da natürlich schön. Ja! Ja!
Unentschieden in der Halbzeit. Unentschieden wäre ich bei so einer Mannschaft vollkommen zufrieden. Stefan, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen, dir zu widersprechen. Und wir hoffen natürlich auf eine zweite Hälfte, die viel Spannung in sich bringt. Ich habe eine Idee. Einfach mal so, weil ich kann. Richtig unlustig. Wird noch mal eine Auswechslung geben. Meiris gegen Podolski. Ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen Spieler. Matic. Wenn Podolski ein Tor macht, ist er so lustig. Sanja. Coutinho. Und das ist unlustig. Das ist richtig unlustig. Oh, zum Glück verschossen. Du musst dich konzentrieren. Und hier hat Podolski! 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 Ja, da habe ich eigentlich gedacht, das Ding, das muss es sein. Das ist das Tor. Falsch gedacht. Podolski! Remi-Style. Immer geil. Choupo-Moting. Wenn er da mal aufs Tor schießt. Und trifft, dann ist es geil. Also ist ja fast nie geil. Sturridge. Stimme auf defensiv. Auf die Flügel verlagert. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Verschiebt es nicht falsch, aber. Er will ihn haben, den sicher, Ball. Sicher. Ich will nicht verlieren. Oh, übelste Rückler. Übelste Rückler. Nein. Coutinho. Nein, der hat Internetprobleme, der Dude. Der Dude hat Internetprobleme? Abseits, der Lutscher! Meckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar. Korrekte Entscheidung. Trapp! Steht einfach mal so Choupo-Moting rum. Und sagt sich, oh, wenn ich schon hier bin, Sturridge. Dann können wir gerne aufs Tor spielen. Shit. Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Gut mitgespielt. Scheiß auf Flügel. Moment dazwischen. Wenn er über den Flügel spielt, dann hat er jetzt schon verloren, wenn ich jetzt noch ein Tor mache. Und oh, das wäre so schön gewesen, mit dem Unentschieden sind sie unzufrieden. Ja. Sie wollen hier in nein, sind wir nicht. Wir sind mit dem Unentschieden nicht unzufrieden. Lern es. Bei dieser Mannschaft bin ich mehr als zufrieden mit der Unentschieden. Ein Sieg wäre natürlich überirdisch. Hier bahnt sich vielleicht was an. Netter ever. Und da sieht man, dass ich selbst gegen starke Gegner ab und zu mal spielen kann. Foul. Die Fans fragen sich, wie wird's der unparteiische? Ich habe nicht mal eine Karte gegeben. Diego. Das finde ich jetzt aber skandalös. Und seine Ruckler finde ich auch skandalös. Scheiße. Coutinho. Und das ist Kacke! Boah, Junge. Ich bin so froh, dass wir Kevin Trapp im Tor haben. Ich bin so froh, dass ich mit dem im Tor haben mittlerweile. Und nicht mehr diesen anderen Scheißkeeper. Also Entschuldigung, aber ich bin froh. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ich bin so überirdisch froh, dass wir den und im Tor haben. Genau hingeschaut. Guck mal hin. Oh, da ist noch alles drin. Ach komm, einfach 1-1 über die Zeit spielen. 1-1 ist kein schlechtes Ergebnis gegen das Team. Und generell kein und schlechtes Ergebnis, wenn man mal die Bilanz anguckt, wo so irgendwie 2 Siege. Nee, so, 4 Siege, 15 Niederlagen, 1 Unentschieden. Oh! Ja, Alter! Kevin Trapp, ich liebe dich.
Matic. Oh, ich habe den in so einem Set gefunden mit den FIFA Points. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ich bin so froh, dass er in diesem Set war. Denn dieser Torhüter ist überirdisch cool. Zwar nicht so cool wie Neuer, aber er ist überirdisch cool. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Castro. Castro! Coutinho. Oh nein, mach ihn da weg, mach ihn da weg, mach ihn da weg. Ich mag's nicht, wenn der Ball da ist. Ich weiß auch überhaupt nicht warum, aber ich mag es nicht. Kevin De Bruyne gegen 3. Ist auf jeden Fall, wird er schaffen. Rom würde sowas machen, aber nicht Kevin De Bruyne. Sturridge. Da war gerade ein. Das war gerade Herr Podolskis erster Ballkontakt, glaube ich. Gerade eben. Ich habe gerade mal gesehen, dass er kurz am Ball war. Also über oben Mittelfeld machen wir eh nicht. Also merkt man nicht wirklich, dass er im Spiel ist. Egal, wer da oben im Spiel ist. Selbst wenn Götze da im Spiel ist, würde man ihn fast nie sehen. Außer er würde offensive Akzente setzen. Ja, hast dich verletzt? Oh. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Ja, leider. Schnell passen und dann die Lücke finden. Kevin Trapp. Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Abseits. Müsste Abseits sein. Alter. Was ist das für ein Spiel, Mann? Was ist das für ein Spiel? Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, ein Rollerchen? Ganz gut, ganz sicher. Und geh zu Roller, Alter. Locker. Sturridge. Wenn du einen Roller willst, dann geh zu gut Roller. Sania. Alter! Was war das gerade für ein Angriff, Junge? Nochmal zum Schluss. Sturridge. Ja! Unentschieden geschafft. Unentschieden gesnackt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. In tiefstem Einvernehmen